Tamron gegen Tamron. 50 bis 300 gegen 70 bis 300. Welches der beiden Objektive sollte man sich kaufen? In diesem Video erfahrt ihr es. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, aber Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, geht es mir heute mal um den Vergleich von zwei Tamron-Objektiven, die sehr ähnlich sind, miteinander nichts direkt zu tun haben. Sie werden nebeneinander existieren, zumindest Stand jetzt, wo ich das Video drehe. Beide Objektive sind mir leihweise durch Tamron zur Verfügung gestellt worden und gehen dann nach dem Dreh auch wieder zurück. Das Tamron 50 bis 300 hatte ich hier Anfang des Sommers als Review gehabt, hatte da drin schon versprochen, dass ich noch ein Vergleichsvideo zwischen den beiden Objektiven machen werde, hat sich jetzt leider ein bisschen verzögert, bis das Video dann tatsächlich rauskommt, weil da einfach andere Sachen hier dazwischen gekommen sind. Trotzdem finde ich, ist dieser Vergleich relativ interessant. Theoretisch gäbe es auch noch das 50 bis 400, das habe ich mir aber nicht mitschicken lassen, weil ich denke, das ist dann doch nochmal eine leicht andere Zielgruppe, wenn man dann den Bereich von 300 bis 400 mm dazu haben möchte, und das ist auch wesentlich größer, wesentlich schwerer als die beiden Objektive. Die beiden sind deswegen schon ein bisschen ähnlicher und ein bisschen besser vergleichbar. Wir haben hier auf der einen Seite, wie gesagt, das 50 bis 300, auf der anderen Seite 70 bis 300. Zu beiden gibt es das Review. Beim 50 bis 300 hatte ich es gerade schon gesagt, das 70 bis 300 hatte ich vor einigen Monaten getestet, allerdings mit dem Z-Mount. Macht aber keinen großen Unterschied, deswegen gibt es dafür das E-Mount quasi kein neues Review dazu. Fürs Z-Mount gibt es das schon. Streulichtblenden machen wir jetzt hier einfach mal ab. Das ist schon mal ein Unterschied, dadurch, dass wir hier halt bis 50 mm kommen und gerade im Weitwinkel dann doch, oder was heißt im Weitwinkel? 70 mm ist nicht weitwinklig, 50 ist auch nicht weitwinklig, aber da ist der Unterschied größer vom Bildwinkel, als wenn man dann in die Telebrennweiten reinkommt. Deswegen haben wir hier beim 70 bis 300 eine ganz normale Runde sozusagen und hier haben wir beim 50 bis 300 so eine Tulpen-ähnliche, so eine ausgeschnittene Streulichtblende sozusagen. Die beiden Objektive sind sehr identisch. Wir haben nahezu dieselbe Größe. Wir haben hier bei dem 70 bis 300, das von euch aus gesehen linke, haben wir ein typisches Tamron der ersten Generation, und bei dem 50 bis 300 hier auf der rechten Seite haben wir ein typisches Tamron der zweiten Generation. Tamron hat ja so ein bisschen über das gesamte Lineup, so wie andere Hersteller auch, ein Basic Layout sozusagen gemacht, eine Grundidee, wie das Design sein soll, und zieht das durch alle durch, und das hatte sich halt zur zweiten Generation hin gewandelt. Das 70 bis 300 ist noch eine erste Generation, das 50 bis 300 ist eine zweite Generation. Deswegen hatte ich halt gedacht, dass das direkt der Nachfolger ist, das 50 bis 300, aber beide Objektive sollen halt, wie gesagt, nebeneinander existieren. Das neue ist einen Tick schwerer geworden, macht auch einfach Sinn, weil wir haben mehr drin. Mehr Elemente sozusagen, mehr Glas, um die anderen Brennweiten zu erreichen, aber dann auch noch beispielsweise ein Bildstabilisator, aber dazu kommen wir gleich. Das neue wiegt 665 Gramm, das alte ist nur bei 545 Gramm, also hier ungefähr eine Tafelschoki als Unterschied. Wird man jetzt sehr wahrscheinlich nicht merken bei dem Gesamtsetup, aber trotzdem ist es eine Sache, ja, zum gehört haben. In Summe, beide sind aus Kunststoff, beide haben hier hinten eine Wetterdichtung dran, also da gibt es keine Unterschiede. Dann hat das neue einen USB-C-Anschluss ohne Abdeckung, hat das alte noch nicht, also sprich den Vorteil in Anführungszeichen hat das alte. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit, Steinchen oder sowas reinkommen, haben aber den Nachteil, dass das Firmware-Update oder die Feineinstellungen dadurch nicht ganz so einfach möglich sind wie beim neuen. Und damit sind wir dann auch schon in die Bedienung so einen Tick reingerutscht. Wenn man sich das alte anguckt, dann sieht man, hier dran sind keinerlei Bedienelemente. Wir haben den Zoomring, ungefähr eine Viertelumdrehung von 70 bis 300, sehr gleichmäßig, auch schön gummiert mit einem angenehmen Widerstand. Und wir haben den Fokusring, der wirkt so ein Tick billig, so ein bisschen so, als würde er rüberschleifen einfach nur. Man kann damit arbeiten, ist jetzt nicht das Allerschönste, aber es geht auf jeden Fall. Das neue, ebenfalls eine Viertelumdrehung, um von 50 mm auf 300 zu kommen. Auch hier ein Tick gummiert, aber ein bisschen fester. Auch da angenehmer Widerstand, alles schick. Der Fokusring ist deutlich weicher, sitzt deutlich besser, ist aber schon fast ein Tick zu weich vom Widerstand, dass man da aus Versehen drankommen kann und den verstellen kann. Ist aber hier nur persönlicher Geschmack. Was aber auffällt, wir haben hier noch einen Custom-Button mit dran und wir haben einen Lock-Switch. Letzteres wäre
wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, weil wenn man hier bei 50 mm, es ist auch gerade nicht gelockt, mal ordentlich dran wackelt, dann passiert hier gar nichts. Erst wenn man einen Tick rausgeht, bei 70 mm passiert auch nichts. Bei 135, da kommt es dann so langsam, dass es bis 300 rausgeht. Bei dem alten passiert auch nichts. Da passiert sogar bei 200 mm nichts. Deswegen hat das auch noch gar keinen Lockswitch gekriegt, weil hier nichts passiert. Und eine Sache können wir mal noch machen, die manchmal ganz interessant ist. In dieser Hinsicht finde ich zumindest, wenn man sie mal andersrum hinstellt, was passiert da? Das neue wiegt halt 100 Gramm mehr. Und damit fährt sich das neue quasi ein. Ihr habt es gar nicht so richtig gesehen. Und das alte bleibt bei 300 mm einfach stehen. Auch das ist ein Unterschied des Gewichtes. Was wir bei dem neuen aber drin haben, was auch einen Teil des Gewichtes ausmacht, ihr hört es hier die ganze Zeit schon so ein bisschen, hier drin ist ein Eibis verbaut. Macht einen Tick Unterschied, nur deswegen würde ich es mir jetzt wahrscheinlich nicht neu kaufen oder neu wechseln, aber es kann für den einen oder anderen einen Unterschied machen, gerade wenn man viel im Lowlight-Bereich unterwegs ist und dort dann auch längere Verschlusszeiten realisieren kann, dann kann es tatsächlich einen Unterschied machen. Ansonsten Richtung Autofokus habe ich persönlich nicht wirklich Unterschiede feststellen können. Das neue ist ein Tick besser, aber da war jetzt für meinen Geschmack kein großer Unterschied dahinter. Wo allerdings ein sehr großer Unterschied war, das ist im Nahbereich. Da sind wir bei dem neuen im Weitwinkelbereich bis zu einem Vergrößerungsmaßstab von 1:2. Das ist schon fast im Makrobereich. Da kommt das alte nicht mal ansatzweise ran. Oder das 70-300 kommt da nicht mal ansatzweise ran. Also da hat Tamron hier wirklich nochmal extrem nachgebessert, dass das Objektiv nochmal wesentlich variabler ist. Wir kommen im Nahbereich näher ran und diese 20 bis 50 mm machen halt auch wirklich einen Unterschied. Aber dazu kommen wir gleich. Bevor wir da richtig reingehen, würde ich aber sagen, schauen wir uns erstmal noch ein paar Beispielbilder an. Beide Objektive bisher, wie gesagt, relativ gleich auf. Das 50 bis 300 hat aber definitiv hier die Nase vorn. Jetzt schauen wir uns im Vergleich mal ein paar Beispielbilder an. Viel Spaß! Das waren die Beispielbilder. Welches der beiden Objektive hat euch denn besser gefallen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Ich persönlich muss sagen, ich habe keine konstanten Unterschiede festgestellt. Mal war das eine einen Tick besser, mal war das andere einen Tick besser. Das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Also war jetzt nicht so, dass ich konstant entweder das 70 bis 300 oder konstant das 50 bis 300 besser war. Kann auch einfach daran liegen, dass vielleicht ich den Fokuspunkt manchmal nicht ganz auf derselben Stelle gesetzt habe oder sowas und es da zu kleinen Verschiebungen kommt, die dann wiederum, wenn man sich das gesamte Bild betrachtet, zu Unterschieden führen können. In Summe, wie gesagt, waren beide sehr gleich auf. Beide sind nicht die aller schärfsten Objektive, also da gibt es definitiv bessere Objektive, aber beide liefern definitiv sehr gut ab. Trotzdem, in realen Bedingungen gibt es da absolut nichts zu meckern, rein von der Bildqualität. Beide haben mit Vignette zu kämpfen, das ist mir bei dem 50 bis 300 sehr negativ aufgefallen, hatte ich gar nicht mehr im Kopf, ob das beim 70 bis 300 mir damals bei dem Original-Review auch aufgefallen war. In Summe hätte ich aber beide rein von der Bildqualität her nicht auseinanderhalten können. Also da, wenn ihr eins der beiden habt und damit zufrieden seid, gibt es rein bildqualitativ kein Grund, irgendwie zu wechseln. Ja, damit sind wir dann auch schon beim Fazit. Wir haben zwei super identische Objektive. Nahezu gleich groß, nahezu gleich schwer. Das eine typisch zweite Generation, das andere typisch erste Generation. Bildqualität macht keinen Unterschied und ich verstehe auch persönlich nicht so ganz, warum das 50 bis 300 nicht einfach die Mark II Variante sozusagen des 70 bis 300 geworden ist, aber da mische ich mich nicht ein, das ist Tamron, denen ihr Ding, sollen die machen, wie sie es für richtig halten. Was der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Objektiven ist, ist der Preis. Das alte kostet, selbst wenn man es neu kauft, 450 Euro, gebraucht kriegt man es deutlich drunter. Das neue steigt jetzt bei 919 Euro ein.
Das ist halt dann das Doppelte und da merkt man dann auch den Unterschied, dass man halt auch wesentlich mehr bezahlt. Man bekommt allerdings halt auch wesentlich mehr. Gerade die 20 mm am weiten Ende, die machen wirklich einen riesen, riesen Unterschied. Bei 70 mm habe ich mir bei vielen Situationen gedacht, okay, das bringt jetzt hier nichts, das Bild zu machen. Mit 50 mm sah es aber noch nach was aus. Also das kann wirklich hier den Unterschied machen. Dazu dann noch den Bildstabilisator mit drin, die Lock-Switch braucht man jetzt nicht unbedingt, Custom-Button muss man wissen, ob es einem jetzt notwendig erscheint, den zu haben oder nicht. Ja, also man bekommt wesentlich mehr, Bildqualität hat sich nicht verändert, aber das Außenrum hat sich halt verändert. Und gerade wie gesagt, diese 20 mm mehr machen definitiv einen Unterschied. Kommt dann so ein bisschen darauf an, was man bereits an Objektiven hat. Wenn man bis 70 mm schon gut aufgestellt ist, kann man ruhigen Gewissens zum 70 bis 300 greifen und da das Geld dann entsprechend sparen und dann lieber irgendwo einen Kurztrip hinmachen. Wenn man aber nur das 17 bis 50 von Tamron hat oder vielleicht auch ein 20 bis 40 oder sowas und dann die Lücke bis 70 mm wäre, dann sollte man lieber zum 50 bis 300 greifen, dann wird man damit zufriedener sein in Summe, meiner Meinung nach. Habt ihr denn eins der beiden Objektive? Und wenn ja, wie zufrieden seid ihr und würdet ihr umsteigen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Ich wäre mit dem Video dann erstmal am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.